Also, ich finde die Musik schon ziemlich creepy eigentlich, ja. Ich weiß gar nicht, ob denn das Saphir-Edition, wo es gepisst hat, da gab es ja auch eine andere Musik. Ich glaube, in Smaragd, wo es ja abwechselnd hier die Sonne geschienen hat und dann geregnet hat, da lief die Saphir-Musik, glaube ich, oder? Deswegen ist diese Musik nicht so bekannt. Ich finde die creepy, aber egal. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Rubin Randomizer. Wir müssen nämlich mal runter, bevor wir hier am lebendigen Leibe verbrennen. Und wir finden Donnerstein unter Wasser. Wir müssen nämlich mal nach oben, na Quatsch, nach unten, nach Serenoville untertauchen. Denn anders kommen wir nicht in die Stadt rein. Finde ich ziemlich lustig. Wie kommen die ganzen Leute denn hier überhaupt hier reinkommen in die Stadt und überhaupt überleben? Weil hier ist auch nichts anderes. Also wie kommt man hier rein, außer tauchen? Ja, mit Pokémon reinfliegen, aber ne, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Naja. Wir surfen, beziehungsweise, ich weiß, Alter, wo ist hier das Pokémon Center? Ich habe das Spiel schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Ich komme gar nicht mehr klar. Hier ist das Pokémon Center. Auf der anderen Seite war wohl der Markt. Aber das lassen wir einfach mal außen vor. Oder? Ne, wir müssen eigentlich schon mal ein paar. Oder nö, müssen wir eigentlich gar nicht. Denn wir stehen kurz davor, das legendäre Pokémon Groudon zu treffen, was aber hier nicht in diesem Spiel ist, ne? Also, es ist kein Groudon. Ich hab's eingestellt. Das gerandomized Pokémon ist kein Groudon, sondern ein gerandomizedes Pokémon. Bin echt gespannt, was es wird. Jedenfalls, wir müssen erst einmal hier die Sonne mal ein bisschen herunterschrauben mit einem Regler. Das können wir gleich machen. Da ist die rote Kugel. Ich hätte das Groudon kontrollieren können, aber nein. Es bleibt doch nicht stehen. Ich weiß nicht, welche Edition ich mir kaufen werde. Omega Rubin und Alpha Saphir. Ich werde mir bestimmt beide kaufen. So wie damals habe ich Rubin und Saphir bekommen, damals am Geburtstag. Wo die 2003 rausgekommen sind. Ja, das waren gute Zeiten. Ich brauche keinen Blitz. Einfach hier die Gänge nachlaufen und schon geht das klar. Und ein Schmerbe. Das Groudon ist schon die ganze Zeit hier am Ragen. Deswegen bebt die Erde. Habe ich schon echt geil gemacht damals, muss ich sagen. Halt, da ist ein Item. Vor allem nur 7. Zum Glück wurde dieses Item nicht gerandomized, weil das ist Kaskade. Oh, jetzt kommt's! Jetzt kommt's, Leute! Safe State? Und? Was für ein Pokémon ist es? Ich weiß es nicht. Das ist nicht auf jeden Fall nicht Groudon. Zumindest wenn das gerandomized mit einer Randomize wirklich das geändert hat. Jetzt kommt's. Es ist ein Golking! Das legendäre Pokémon Golking! Das ist so geil! Ich feiere das Rad voll. Selbst wenn es ein Groudon gewesen wäre, ich hätte es nicht ins Team mitgenommen, aber so kommt runter. Scheiße, ey. Ah, shit, ich muss noch ganz kurz in die Küche. Moment, ich komme sofort. Ich musste ganz kurz eben Taschentuch holen. Ah. Funkensprung kann das Ding. Und wir sind paralysiert.
Ja, das setzt sich schon wieder hin. So. Und wir können dich angreifen. Wer hätte das gedacht? Boah. Komm, wir schmeißen einfach einen Ball. Fangen wir das Pokémon jetzt. Superball, komm. Und es bleibt drin. Das wohl einfachste, legendäre Pokémon, was man jemals fangen konnte, wenn man mal Reshiram, Sekrom und Yveltal und Xerneas mal aus dem vornimmt, weil die waren auch ziemlich einfach. Ach ja. Aber wenigstens tun wir es einfach mal Grodon nennen. Kannst du mal direkt an Game Freak schreiben, ihr habt Programmierfehler gemacht. Das Pokémon, was ihr da gemacht habt, das war kein Grodon. Nein, nein. Das, liebe Freunde, war ein Golking. Fängt auch mit G an, aber Satz mit G, das war wohl nix. Oh Mann, ey, das war so geil. Jetzt kann ich ganz viel wieder nach draußen laufen. Und natürlich erstmal richtig rum. Oh Mann, ey, die ganze Welt Pokémon. Jetzt kommt Hoppspross. Was will ich mit Hoppspross? Ein Kingler. Yo. Ist okay. Und ein Schwalbini. Und wir können nicht fliehen. Weil das Drachen einfach viel zu langsam ist. Und Feuerriegel. Was es hier nicht gibt. Und lauf raus. Ein Trassler. Und ein Traumvogel. Oh, nicht schlecht. Und ein Killia. Ich weiß noch, Trassler und Killia ist besser. Wo ist hier der Ausgang? Da ist der Ausgang. Und wir sind noch nicht draußen. Sondern jetzt. Und die Sonne scheint nicht mehr. Ich habe den Sommer verdrängt. Schade, liebe Leute. Jetzt seid ihr natürlich total erstaunt, ne? Alle enttäuscht. Ich habe mich so sehr auf die Sommerferien gefreut. Ne, wenn ich auftauche, dann kommt schlechtes Wetter mit. Kennt man doch. Ja, wir müssen nur noch hier die Arena machen. Dann sind wir eigentlich auch schon durch mit den Orden. Und so weiter und so fort. Und wir können eigentlich auch schon die Liga besuchen. Aber wir müssen natürlich erst einmal gucken, was für Attacken denn dieses Golking drauf hat. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Weil wir haben ja gerade gesehen, Funkensprung kann es und so weiter und so fort. Das Graudon. ja, sondern so auf Funkensprung, Schädelwumme und Gesichte. Nichts Besonderes, das Leben vergrault ist jetzt in der Box. Das Graudon vergrault in der Box und... Wir werden jetzt einfach mal schnell rüber surfen und den Treu ansprechen. Soll ich eigentlich die ganzen Trainer besiegen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Wenn ich mich doof anstelle, ja, ansonsten nein. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber so ungefähr müsste es gehen. Es sei denn, ich vertipp mich. Kann auch passieren. Ja. Ich kann mich erinnern, wo ich noch kleiner war. Ich habe hier verzweifelt. Ich wusste zum verfickten Kack nicht, wie ich hier weiterkomme. Und ich habe verkackt. Ich muss die ganzen Trainer besiegen. Das war natürlich sowas von klar. Und dann müssen wir doch wohl alle Pokémon-Trainer, die hier in dieser Arena sind, wegklatschen. Ja, es wäre auch eigentlich nicht schlecht, weil ich glaube, ein bisschen Training kann nicht gut... Kann ich gut tun. Natürlich. Wäre nicht schlecht. Besonders wenn die Gegner ein bisschen stärker sind als wir. Och nö. Och Mann. Och leck mich. Ich hab da keinen Bock drauf. Die Liebe. Ein sehr kompliziertes Thema. Auch ein Pokémon. Muss man doch austauschen. Lust, Raschel. Mach wieder die Fliege, sonst heiratest du noch dieses... Das Ding kann Gigasaurer. Komm! Warum kannst du Gigasaurer? Kein Dachs kann Gigasaurer. Sondern Surfer. Das Ding ist sogar noch schneller. Ja, okay, 3 Level plus, aber... Geh weg. Ah. Who survived again? Ah, Mann.
Boah, was war das denn? Der Motorradfahrer. Das Motorrad, was da draußen war, das hat schon angefühlt wie ein Furz, aber so richtig. So. Ah, wie süß. Wie süß. Ja, jetzt kommt Flammara. Immerhin. Das kriegen wir ein bisschen schneller weg, würde ich mal sagen. Ja, Romakur. Natürlich jetzt nichts bringt. Wohltuendes Aroma breitet sich aus. Jetzt kommt eine wohltuende Welle und bläst dich weg. Ja, mehr oder weniger. Dauert mir zu lang. So. Und eine Matschbombe. Und wir sind vergiftet. Ja, leck mich doch am Popo. Mein Gott, ey. Ah, ist doch. Nee. Wo sind hier meine Beeren? Da. Pirsifbeere habe ich 6 Stück da und dann kann ich das hier schon geben. Nächster Trainer. Schön nach mit einem dicken Titten. Mit einem Totok. Mit einem dicken Totok. Ach ja, herrlich, Leute. Ich habe gerade meinen Spaß und werde Abgesang ansetzen. Ich habe keinen Bock auf dieses Totok, aber das Ding wird bestimmt ein bisschen bulky sein, deswegen mach's ein bisschen schneller. Miau, miau. In 3 Runden gehen sie K.O. Ja, das stimmt. Das stimmt, meine Freunde. Kecleon, komm, hau rein. Zeig, was du drauf hast. Oder nicht drauf hast, in dem Fall. Säure. Oh Mann, ey. Zum Glück. Zum Glück ist Säure nicht so eine Attacke, die vergiftet. Ja, wir gucken mal, was passiert, wenn wir Rankengift einsetzen. Und boah, das Ding macht voll viel Schaden. Das macht ja gar nichts. Daunenreigen. Ich mache hier die Delegator. Na egal, ich hatte den Trank eingesetzt, deswegen wäre es eigentlich scheißegal. Immer ein bisschen schneller. Und tschüss. Beutel. Kumomilch, ja. Ist bestimmt wieder abgelaufen, deswegen werde ich das jetzt vor dich einsetzen. Nein, Scheiße. Jetzt bin ich runtergelaufen. Egal. Ich wollte die Banane noch besiegen, aber das hat Zeit bis später. Oder gar nicht. Scheiß drauf, die haben Glück gehabt, die werden jetzt nicht von mir gefistet. Da kommt schon die nächste vollbusige Schönheit mit den Zigzags. Alter, dieses Pokémon ist jetzt irgendwie voll oft anzutreffen. Kann das sein? Mach ich mal ein bisschen schneller. Mach Tarnung, passiert nichts. Dumme Sau. Mein Gott. So, jetzt kommt eine Lady Jill. Ja, der Name passt schon mal. Und ein Velsa. Velsa. Das dauert auch bestimmt lange. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das Ding kann Aurora-Strahl. Nee, nicht mit mir. So. Walzer. Nee, nee. Nicht mit mir. So, schon mal ein bisschen schneller. Oh, ein Relikant. Das gab auch in Original, würde ich sagen. Ne? Da hat dein Pokémon-Trainer hier auch ein Relikant gehabt. Soweit ich mich erinnern kann, oder? Weiß es nicht mehr. Oh, das linke Knochen hat's. Und Galität. Galität. Heute, neue Attacke. Galität. Erhöht auch den Initiativewert, aber um 5 Punkte und nicht um 2. Ein Damierplex. Eieiei, das wird lustig. Hundemon, komm, hau raus und rein. Oh Mann, diese Leitteiler-Pokémon. Die gehen mir so auf den Sender. Das ist so... Gott! Nee, geht gar nicht. Komm, Teddy Ursa. Komm, weg mit dir, du scheiß Teddy. Geh weg. Geh zurück in die Kinderstube, wo du hingehörst. So, noch schnell tränken wollten wir schon sagen, ja.
Pokémon-Hallen, dann würde ich mal sagen, beenden wir den Part hier mal an dieser Stelle und im nächsten Part versuche ich es noch einmal. Im zweiten Anlauf und ich hoffe, das wird auch im zweiten Anlauf bleiben, die Eisplatten so richtig anzulaufen, dass ich nicht runterfalle. Also Leute, haut rein und bis zum nächsten Part. Tschaußen!